Zeig mir den Weg. Ja, hier. Der Panzer lebt noch, ich freue mich. Grün wird braun. Grün wird braun, was immer das heißen soll. Wahrscheinlich, dass irgendjemand ins Tiberiumfeld gekackt hat. Okay, so. Die drei Werwölfe hier wären auf jeden Fall mal safe. Das ist sehr, sehr gut. Okay, Draht, das ist an Bord. Willst du die anderen nicht mitnehmen? Hallo? Gefechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. Verstärkung ist eingetroffen. Alter, was? Warum haben die den jetzt getötet? Der war auf unserer Seite. Ja, ihr, ihr Monster. Einheit bereit. So, wir haben hier oben unser Baufahrzeug. Sir, alles klar. Cyborg zur Stelle. Gibt noch einen klitzekleinen Gag an der ganzen Geschichte. Alles zur Stelle. Wir schauen mal ganz kurz alles zur Brücke darunter. Verstärkung ist eingetroffen. Sehr schön. Und gleich nochmal drei Titanen. Nice. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Wobei, ich gehe diesmal ausnahmsweise auf eine Kaserne. Weil das hier ist die einzige Brücke als Zugang zum südlichen Bereich des Sektors, wo die drei Jungs rumlaufen, die aus irgendeinem Grund noch patrouillieren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Willst mich verarschen? Also schon ein bisschen lebensmüde. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Okay, und das hier vorne ist der einzige Zugang zu unserer Basis, wenn man jetzt nicht Brücken nutzen möchte. Einheit bereit. Wobei wir müssen schauen, dass wir die Brücke relativ schnell zerstören, weil der Gegner nämlich sonst hier unten lang kommt. Das wäre nicht so geil. Eine andere Möglichkeit ist hier dieses blaue Tiberiumfeld. Da gucken wir jetzt mal ganz kurz rein. Hier oben kann er nämlich auch lang. Ich weiß nur nicht mehr, ob der Gegner diese Wegroute tatsächlich genutzt hat. Ich glaube es aber fast nicht. Zumindest kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Okay, los, Jungs. So, hier haben wir unser Tiberiumfeld. Da war, genau, da war die Rampe. Dann kann man hier, kann ich hier, ja, da kann ich die Tiberium-Raffinerie hinsetzen. Nice. Und nochmal vier Werwölfe. Ja, so mag ich das. Okay. Wir gehen jetzt mit denen mal da runter und sprengen die Brücke, damit der Gegner nicht mehr auf die dumme Idee kommt, hier hochzukommen. Wobei, er kann sie theoretisch reparieren, wenn er es denn möchte. Ja, theoretisch ist das tatsächlich machbar. Funk- und Radarzentrale brauchen wir gerade nicht. Ich brauche eine Waffenfabrik. Kommt schon, sprengt das Ding. Alter, was hält denn die aus? Nein, ernsthaft, was hält die aus? Schick mal die anderen zwei noch drauf. Na? Nein, ernsthaft, was hält diese Brücke aus? Geht doch. So, dann stelle ich die drei mal da oben ab. Mit denen würde ich sagen, rücken wir jetzt mal hier vor. So, einmal eine Waffenfabrik. Wir brauchen einen zweiten Sammler, und zwar Dali. Wir haben nicht ganz die gleiche Technologie wie in der letzten Mission. Es gibt diesmal ein bisschen mehr. Warte mal. Wäre es nicht sinnvoller, wenn er blaues Tiberium erntet? Oh, rein theoretisch. Ja, ich will mich da jetzt nicht irgendwie aufbauschen oder so, aber... die Frage ist, soll ich noch auf Infanterie setzen? Eigentlich lohnt sich das ab dieser Mission nicht mehr, ja. Wobei, ja, es ist echt unterschiedlich. Also es gibt Missionen, da lohnt sich's nicht wirklich. Dann gibt es wieder Missionen, da lohnt es sich. Wir werden definitiv noch eine Mission bekommen, wo wir auf Infanterie setzen sollten. Das sehen wir aber dann. Hat mit Landungseinheiten, Amphibien, BMTs und Inselbelagerung zu tun. Ist ganz, ganz lustig. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Sammler wieder da ist. Pass auf, ich spule mal ganz kurz vor. Da habe ich gerade ein automatisches Tor gehört. Ich dachte es mir schon. Nein, nicht abbrechen. Lass mal die Werwölfe nach vorn. Ist vielleicht sinnvoller. So.
Sollen die das mal machen? Kann da noch einer hin? Einer kann da noch hin. So stellen wir sie jetzt auf. Dann können die sich um Bazooka-Infanteristen kümmern und die anderen um Panzer, wenn denn Panzer kommen. Ach, und hier unten hat er alles verkauft. Und der eine Kampfbuggy, der ist noch da. Ja, wunderbar. Ist ja ein Traum. Ich spule jetzt aber trotzdem nochmal ganz kurz vor, weil wir können im Endeffekt nichts machen. Ja, wir haben kein Geld, wir müssen warten, bis der zweite Sammler fertig ist. Zu wenig Geld. Für den es echt nicht reicht. Ich glaube, ich spinne. Wir holen jetzt erst einmal das blaue Tiberium von da oben komplett. Hier gehe ich mal auf eine Radarzentrale. Bau abgeschlossen. Und dann kriegen wir Heliports. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. So, nochmal zwei Titanen. Und wir können erstmals Orca-Jäger bauen. Die sind zwar schweineteuer. Ja, ihr Motorhaken. Erledigt. Oha. Wird gebaut. Einheit bereit. Einheit bereit. Holen wir nochmal ein Helibett. Ah ja, genau, die zwei. Die erkunden ja nur hier unten. Mehr machen die ja nicht. Alles klar. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. So. Okay, dann kennen wir hier oben alles. Dann würde ich sagen, schicken wir die mal da mit. Alter Falter. Okay, gleich nochmal einen Titan ausspucken und nochmal ein Helipad. Einheit bereit. Oder Heliport. Den schicke ich mal zu den Jungs rauf. Und wir können den ersten Orca-Jäger bauen. Ich baue jetzt einfach mal 4 Stück davon. Einheit bereit. Zu wenig Geld. Ja, ja. Wir können mal mit dem jetzt angreifen. Einheit bereit. Warte, ich gehe wieder auf normale Spielgeschwindigkeit. Bereit. So. Ist natürlich beschissen bei Fahrzeugen, weil die dem ausweichen. Also eigentlich ist eher perfekt, wenn es darum geht, stationierte Einheiten wie Artillerien und so auszuschalten. Oder aber, ja, Befestigungsanlagen, Mauern, Verteidigungsanlagen und so weiter. Ich glaube, wir rücken mal mit der Panzerhorde hier ein bisschen vor. Und schauen, dass wir hier die Gegend ein wenig einnehmen. Ist da schon sein Tiberiumfeld? War dem so? Nee, ne? Es ist zwar eins, aber... Ja, wobei doch, hier sind ein paar leere Flecken. Ich glaube, hier wird gesammelt. Hä, die kommen da oben nicht durch? Okay. Sir? Ja, nee, okay. Haben wir da unten noch irgendwas? Ach Gott, ja, der steht noch. Sir? So. Die jetten los und schnappen sich da unten den Buggy. Wir brauchen nochmal ein bisschen Energy. Wird gebaut. Naja, und ich sollte irgendwie Verteidiger für den Stützpunkt zurücklassen. Das wäre sinnvoller. Na komm schon, killt ihn. Jawohl, nice. Aufklärungsarbeiten können wir mit denen nicht betreiben, weil wie gesagt, man kann die hier nirgendwo hinschicken. Wir könnten... Nee, man kann mit denen keine Aufklärungsarbeit betreiben. Leider, leider. Gestoppt. Oh, Entschuldigung. Da habe ich mich gerade mal verschluckt. Hä? Ach, jetzt sind es wieder drei. Die sind gerade ineinander gelandet. Netter Bug. Sehr netter Bug. Okay, bitte mal 2 Werwölfe. Und vielleicht den ein oder anderen Tower als Verteidigungsmaßnahme. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Wird gebaut. Gestoppt. Bau abgeschlossen. Für den Fall, dass er hier unten auf die Idee kommt, die Brücke zu reparieren. Kann durchaus vorkommen. Okay, ihr seid mal Team 2. Nur für den Fall der Fälle. So, hier oben kommen wir nirgendwo weiter. Eigentlich brauche ich dringend mehr Titanen. Wir haben viel zu viele Werwölfe und zu wenig Titanen. Wir könnten jetzt natürlich auch... Oh, wir können Luftabwehrraketen bauen. Ich weiß gar nicht, ob er hier schon Lufteinheiten einsetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube, er besitzt Lufteinheiten, aber er nutzt sie nicht. So, und hier haben wir jetzt wieder diesen typischen Grafikbug. Den gibt es auch schon seit der Release-Version, nämlich dass diese Orcas da ein bisschen versetzt auf dem Helipad landen. Total komisch. Nein, ich will nichts verkaufen. Ich will noch einen Basistower. Und zwar hier so. Komm, killt sie alle. So. Okay, das heißt, hier oben kann sich mal keiner reinschleichen. Hier theoretisch auch nicht. Bis wohin kann denn der schießen?
Okay, also reichweitentechnisch kommt hier schon mal keiner durch. Ich lasse trotzdem zwei Werwölfe als Basisverteidiger zurück. Einen vierten Orca-Jäger brauchen wir dann noch. Dann haben wir Luftunterstützung für unsere Einheiten. Und ja, solange der Gegner keine Raketen oder sonstiges verwendet, werde ich weiterhin so schlampig die Gebäude bauen. Soll man ja eigentlich nicht. Ist mir aber relativ schnuppe. So, okay, und dann gucken wir mal, wie wir mit denen hier weiterkommen. Ich speichere hier... Ich drücke immer auf den falschen Knopf zum Speichern. Ich weiß nicht, warum. Es ist mir auch Rätsel, dass ich nicht zu lösen weiß. War das jetzt... Ah, nee, das hier ist sein Tiberiumfeld. Hier ist wahrscheinlich jetzt irgendwo der Nordsammler unterwegs. Und wenn wir den jetzt attackieren, dann bricht hier die Hölle los. Wir gucken uns trotzdem mal hier oben um. Wird gebaut. Weil ich weiß nämlich, dass da unten der Haupteingang zum feindlichen Stützpunkt war. Oder können wir von hier aus vielleicht den Haupteingang sogar... Ah, da ist der Sammler. Bitte nicht attackieren. Und Gottes Willen nicht attackieren. Das Ding dürfte attackieren. Das dürfte ausschalten. Braucht kein Schwein. Oh, Lasertürme. Zurück. Nicht nice. Oder haben wir jetzt? Ja, nee. Wie waren das eigentlich? Alle Einheiten eines Typs konnte man irgendwie mit T oder sowas auswählen? Ich weiß es nicht mehr. Ist schon so ewig lang her. Wir versuchen mal die Lasertürme auszuschalten da unten. Dass wir da problemlos und ungestört reinkommen. Dämlicherweise hat er Flugabwehrraketen. Hier diese komischen Flakstellungen. Oder reichen die Titanen hier schon? Ich weiß es nicht. Im Lösungsbuch stand irgendetwas von wegen, ja, 10 bis 15 Titanen soll man auf so eine Mission mitnehmen. So, dann machen wir sie mal weg. Nein, wir haben den Sammler kurz angeschossen. Das war ja ganz nice. Ja, ja. Okay, zerstören wir mal die Flugabwehrstellung. Ja. Oh, halt, der steht noch. Jetzt haben wir ihn. Einheit verloren. Okay, gehen wir mal auf die Raffinerie und schauen, was passiert. Da kommt aber einiges jetzt. Ach du schon, ne? Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht übernommen. Okay, zurück. Locken wir sie mal ein bisschen weg von ihrem Stützpunkt. Schon macht die Cyborgs platt. Alter Schwede. Also die Cyborgs, die sind ekelhaft. Die zerlegen unsere Werwölfe relativ schnell. Die sind effektiv gegen Infanterie. Und das war's auch schon. Also wenn du leichte Fahrzeuge kontern musst, dann nimmst du Cyborgs her. So, können wir jetzt mal die Sammler ein bisschen... Ne, nicht wirklich, wie es scheint. So, da läuft... da laufen drei Bazooka-Infanteristen. Ja, Commander. Können wir jetzt hier schon irgendwie attackieren? Schon unterwegs. Ohne, dass sie abgeschossen werden. Wir könnten... Oh ja, pass mal auf, wir schalten die Kraftwerke aus, dann funktioniert die Flugabwehr nicht mehr. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ach Gott, ja. Ja, nee, vergiss es. Flugabwehr steht noch. Schalten wir mal erst die Kraftwerke aus. Wenn der Strom ausgeht, dann wissen wir... Wir können attackieren mit... Ja, jetzt! Das letzte Kraftwerk noch weg, um sicher zu gehen. Einheit verloren. Oh shit, okay. Sehr, sehr nice. Einheit bereit. Zu wenig Geld. So, da sind sie wieder und machen hier den Laser Tower platt. Sehr nice. Habt ihr noch Munition? Nee, ja, stellenweise. Okay, watscheln wir mit denen mal darunter. Da gibt es nämlich noch Kraftwerke, die sollten wir ausschalten. Was wollen denn die eigentlich? Einheit bereit. Oh, guck mal, der ist fast down. Killt den mal. Danke, okay. Es ist jetzt eigentlich nur noch eine reine Materialschlacht. Das haben sie im Lösungsbuch immer so schön beschrieben.
eine reine Materialschlacht. Das heißt einfach nur noch Einheiten produzieren, reinmarschieren und feindlichen Stützpunkt plätten. Und genau das machen wir jetzt mal. Boah, es ist, ich muss nur ganz ehrlich sagen, das ist mir in den letzten Folgen schon aufgefallen, es ist total ungewohnt, das mit so einer nagelneuen Gaming-Maus zu zocken. Weil die so eine hohe DPI-Auflösung hat, das gab's damals nicht, ja. Damals war die Maus viel, viel langsamer, viel angenehmer irgendwie. Oder zumindest war man das so gewohnt, ja. So, dann räumen wir hier mal auf. Ich finde das faszinierend, wir haben die Mission jetzt in fast einer halben Stunde abgeschlossen. Naja, der einzige Gag ist übrigens, Lasertürme, die fallen nicht aus, wenn der Strom weg ist. Das ist so ein bisschen paradox. Aber, naja, es ist so. So, Bauhof weg, damit er nichts mehr aufbaut. Wenn er was macht, das weiß ich nicht. So, der nächste Titan ist ready for action. Den schicken wir auch mal da runter. Oh, halt, stopp, habt ihr noch Munition? Ballert mal da auf den Laser Tower. Okay, jetzt ist der schon leicht beschädigt. Oh! Ja, also die Wehrwölfe, die halten nicht allzu viel aus, wie man sieht. Welch mit der Radaranlage, die braucht er definitiv nicht mehr. Wird gebaut. Gestoppt. So. Oh, Strom ist wieder an. Okay, wir sollten vielleicht die Kraftwerke zerlegen. Vor allem, achte schon, das Gefährliche ist, wenn eine Einheit hier über diesen Laserzaun-Dingsbums, über diese Laserzaun-Schiene läuft und in dem Moment der Laserzaun eingeschaltet wird, dann wird die Einheit geröstet, ganz egal was es ist. Ob es ein Soldat ist oder ein super schwerer, gepanzerter Walker, ja, das Ding geht definitiv flöten. Da müssen wir aufpassen. Es ist eigentlich ganz lustig, damit auf Seiten der Bruderschaft zu spielen. Da kannst du teilweise Fallen stellen für den Gegner an Stellen, wo du weißt, okay, von da aus kommt er in deinen Stützpunkt rein, da lässt du absichtlich offen, indem du einen Laserzaun baust, den du abschaltest und dann wartest du einfach, bis er seine Einheiten losschickt und in dem Moment, wo sie die Stelle passieren, schaltest du einfach den Strom ein. Das ist echt lustig. Okay, Laser Tower, weg damit. Ups. Auszusehen, Friendly Fire. Friendly Fire erwischt. Wir könnten mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier zerstören, ich möchte den Rest der Map noch erkunden. Bevor wir also alles abschalten. Ich werde hier trotzdem schon mal ein bisschen aufräumen, ja, dass wir einfach einen Großteil der Arbeit schon mal erledigt haben. Der Witz ist der, es gibt ja zwei Möglichkeiten, diese Mission zu spielen, ja. Die erste Möglichkeit, haben wir jetzt gemacht, ist die Radaranlage im vorherigen Level zu zerstören und dann Tratos zu befreien. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, sofort die Mission zu starten. Dann hätten wir auch mit Umagan und dem Wagenknacker und dem Ghoststalker hier angefangen, hätten aber nur 30 Minuten gehabt, um hier durchzumarschieren. Und der Witz ist, der Gegner wäre alarmiert gewesen, ja, die hätten ja aufgrund der Radaranlage gewusst, dass wir kommen und hätten dann eben sämtliche Einheiten in Alarmbereitschaft versetzt. Da wäre die Brücke hier repariert gewesen, ja, du wärst hier nicht durchgekommen, weil hier, glaube ich, zu viele Einheiten waren. Da musstest du dich hier oben vorbeischleichen, am Hauptstützpunkt vorbei, wenn du entdeckt wurdest. Dann ist alles aus dem Hauptstützpunkt rausgekommen, was der Feind hatte. Und du musstest dich eigentlich hier oben über diese Brücke hier reinschleichen und Tratos befreien. Und dann, ich glaube, sogar über den Weg wieder zurück. Oder über den Weg und dich hier freischießen. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall musstest du am Hauptstützpunkt vorbei. Das war nicht sonderlich lustig. Ich mache jetzt mal ganz kurz diesen hier. Ja, okay. Ja, Silos. Wird gebaut. Einheit bereit. Okay, die Brücke ist repariert tatsächlich. Dann gucken wir uns jetzt hier einfach mal ganz kurz um. Ich mache jetzt solche Aufklärungsarbeiten, mache ich einfach mal im schnellen Geschwindigkeitsmodus, weil
Das würde sonst zu lange dauern. Ich meine, hier hinten passiert nichts mehr. Ja? Ich weiß, dass es hier hinten nichts mehr gibt. Hier gibt es ein paar schöne Tiberiumfelder, ja. Nein, tötet sie nicht. Die sind lieb, die sind total lieb. Verstärkung ist eingetroffen. Gut zu wissen. Okay. Jetzt muss ich doch mal kurz hergehen. So leid es mir tut, die werden sonst die Mission für uns beenden und ich will unbedingt den Part da oben noch erkunden. Sorry, liebe Münsterlein, aber... Okay. Spielsteuerung noch auf maximal stellen. Dann können wir hier weitermachen. Da wäre eigentlich auch eine schicke Stelle für einen Stützpunkt, ne? Ich weiß gar nicht, ob man hier starten kann. Ich glaube aber eher nicht. Kommt man da drüben durch? Jawohl, kommt man. Dann schauen wir uns das hier noch an. Dann haben wir auch wieder zwei so Brücken. Ach, hier hat der Gegner mal gesammelt. Okay, alles klar. So, Spielgeschwindigkeit wieder runtersetzen und dann würde ich sagen, räumen wir auf. Beziehungsweise, warte, ich speichere an der Stelle einmal ab. Befreiung von Tratos wäre erledigt. Und dann war es das theoretisch mit der Mission. Oha. So, komm, grillt sie. Einsatz erfolgreich. Nice. So, wieder eine actionreiche Filmsequenz erlebt. Wir haben, was? 54% als Effizienz. Alles klar. 34 Minuten haben wir jetzt für die Mission gebraucht. Komisch. Ich habe sonst immer eine Stunde dafür gebraucht. Aber okay, 2004 Ressourcen haben wir noch. Und dann würde ich sagen, auf ins nächste Level.